Hallo Fische, herzlich willkommen zu deiner Monatslegung Mai 2024. Fische, die Legung hat lange auf sich warten lassen. Wir werden noch eine andere Struktur reinbringen, weil die Konstellationen im Monat Mai für alle Sternzeichen ein bisschen anders dargestellt werden. Wir werden im wöchentlichen Rhythmus nachschauen, wie deine Situation ist. Okay? Sternzeichen Fische, wie ist die Frequenz im Monat Mai? Und dann schauen wir wöchentlich nach. Wow! Wenn du es mit einem Thema zu tun hast, wo es nicht nur um Gerechtigkeit, nicht nur um Klärung geht, sondern um Aussagekraft, um etwas zum Ausdruck zu bringen oder eine Situation sich näher anschauen zu lassen oder auf der Arbeit oder im Privatleben die Perspektiven aus einer anderen Sichtweise zu betrachten, ohne Ängste, ohne Dramen, ohne Streit, ja? Im Monat Mai wirst du viele Wege der Erleichterung gehen können, viele Wege der Klärung gehen können, viele Wege, wo du Recht bekommst oder Recht einforderst, aber viele Wege, wo man dich vor allen Dingen respektiert. Ja, die Karte der Gerechtigkeit und die Karte des Hohen Gerichtes sind Respekt, sind Ausdruck, sind Disziplin, ja, sind Wertschätzungen, sind Prinzipien. Es wird ein prinzipienreiner Monat werden für diese Menschen, die viel von Prinzipien halten und für diese Menschen, die sagen, ich möchte die Struktur ändern, ich möchte von meinen Prinzipien wegkommen, ich möchte ein bisschen entspannter leben, werden sich hier die Wege natürlich auch öffnen, aber es geht mehr um die Prinzipien. Für einige wird es auch einige Themen geben, die mit den Kindern zu tun hat, aber vor allen Dingen mit einer männlichen Energie. Es ist der Mann, es ist der Partner, es ist der Vater, es ist die Dreieckskiste. Eine männliche Energie für die Frauen vor allen Dingen, die in einer Dreieckskiste hängen. Die Frauen, die sich doch für ihren Partner entschieden haben und den Geliebten vielleicht wegzulassen, ja. Die Frauen, die sagen, ja, ich habe ein verdammtes Vaterthema. Die Frauen, die sagen, ja, ich weiß, dass diese männliche Energie gerade in der Vergangenheit mir sehr zugesetzt hat oder eine Energie, die ich seit langem schon mit mir rumschleppe, muss nochmal unter die Lupe genommen werden. Für die männlichen Energien heißt es hier vorsichtig, ja, dass zu viel Strenge, dass zu viel Disziplin, dass zu viel wie dein Vater oder wie deine Generation zuvor, zu viel Härte nicht gesund sein kann in deinem Sein. Fische, lasse ein bisschen los, Fischemann, von den Verhaltensmustern, fließe mehr, geh mehr ins Sein, geh mehr ins Fühlen, sei vorsichtig, wem du vertraust, ja, aber hole nicht diese Autorität raus, wo es nicht angebracht ist, okay? So viel schon mal dazu. Wir haben aber im Monat Mai viele Möglichkeiten, deine Energien anders zu kanalisieren, weil für mich ist einfach wichtig, diese Fische, die eine neue Ordnung, eine neue Freiheit, eine neue Lebensaufgabe, eine neue Partnerschaft. Egal was du neu, ein neues Kochrezept, ja, neue Reichtümer, neue Zeiterkenntnisse, egal was du neu in deinem Leben im Monat Mai haben möchtest, angehen möchtest, willkommen heißen möchtest, loslassen möchtest, alles was für dich einschätzungsweise neu ist, oder als neu tituliert wird, mache es. Es kommen so viele Möglichkeiten, wo dein Herz glücklich sein kann, ja? So viele Möglichkeiten, wo die Egos rauskatapultiert werden, wo die Machtkämpfe keine Notwendigkeit mehr haben werden, wo die Passion, die Leidenschaft, ja, so wow fließen wird, wo ein gesunder Nährboden dich bereichern kann. Liebe, Erfolg, Wohlstand, Bewusstseinsebene, Spiritualität, neue Perspektiven, alles was Gedanken sind, die schwerlastig sind, alles was Dramen sind, alles was so wahr ist, kann losgelassen werden. Viele habt ihr mit der Vergangenheit auch noch ein Thema durch Kinder, durch Ex-Partner, durch Gerichtsurteile, durch Jugendämter, durch Behörden, okay? Viele von euch, egal wie alt ihr seid, okay? Schätzt die Situation neu ein und seht, was ihr gesät habt. Ja, seht den Samenkorn hinter jedem toller Entscheidung, die ihr getroffen habt, okay? Seht den Samenkorn hinter jedem toller Entscheidung, die ihr treffen werdet, im Monat Mai vor allen Dingen, okay? Ein intelligenter Schachzug wird von dir geleistet werden. In der zweiten Monatshälfte siehst du dann schon eine Veränderung, die grenzenlose Selbstachtung, grenzenlose Zufriedenheit, grenzenlose Wow-Effekte auslösen kann. Warum ist unser Fisch im Monat Mai ein bisschen gedämpft? Weil auch wenn du hier geordnet bist, auch wenn du eine sehr sinnliche Person bist, egal ob Mann oder Frau, ja, sexuell aktiv, sehr ausstrahlend, sehr redegewandt, du hast vielleicht einen Ausländerhintergrund, ja, vielleicht hast du auch einfach eine tolle Lache, einfach nur die sehr ansteckend ist.
Du hast eine gewisse Ausstrahlung, die andere Menschen fasziniert. Im Monat Mai, im Monat Juni generell. Manchmal fällt es einfach nur schwer, dieses zu erkennen. Und wenn du es erkennst, ja, kann es sein, dass die einen oder anderen ein bisschen überheblich werden. Aber warum ist im Monat Mai gerade eine Schwere da? Weil trotz all diesen Sachen, die du haben kannst, gibt es eine kleine Leere, eine Unerfüllung in deinem Herzen, die mit einer Liebe zu tun haben, die mit einem Mann, wir haben zwei Männer und eine Frau vor allen Dingen hier, okay, die mit einer nicht erfüllten, ja, Begegnung, Bereitschaft, in eine Partnerschaft zu gehen, Dreieckskiste, eine nicht erfüllte Liebe oder eine nicht erfüllte Situation mit einem Mann hat sich hier gegeben oder gibt sich nicht, okay? Wenn du jetzt sagst, Alena, ich habe mit Dreieckskisten nichts zu tun, ich bin ein treuer Mensch, dann geht es darum, dass auf der Arbeit vielleicht, ja, ein Mann dazwischen gefunkt hat, damit du die Beförderung nicht gibst. Ja, dass jemand aus der Familie dazwischen funkt, damit das und das nicht passiert. Etwas hat sich nicht erfüllt, etwas wird dich enttäuschen, was vor allen Dingen mit deiner emotionalen Welt zu tun hat, mit einer Enttäuschung. Und deswegen kann unser Fisch in manchen Bereichen im Monat Mai nicht in die Vollen gehen, okay? Warum dürfen wir aber davon ausgehen, dass viele Sachen gut werden? Wir dürfen davon ausgehen, weil die geistige Welt hat ein Auge auf die Fische geworfen. Die geistige Welt weiß ganz genau, wann ein Fisch in Manipulationen gerät, wann ein Fisch in Abhängigkeiten gerät, wann ein Fisch in rationalen Gedanken gerät. Die geistige Welt weiß ganz genau, nicht nur im Monat Mai, sondern generell, was für dich das Richtige ist. Manchmal ist es einfach nur ein bisschen hinderlich, einen Menschen bereitwillig dazu zu überzeugen oder auf den Weg zu führen, zu erkennen, ja, dass man manchmal einfach auf dem falschen Weg ist. Das heißt, die geistige Welt, die astrologische Konstellation und deine Außenwelt werden im Monat Mai trotz all den Hindernissen, trotz all diesen negativen Sachen, die kommen können für den einen oder anderen, dir Zeichen geben, Wege geben, Intuitionen geben, Menschen mit an die Seite stellen, wo du wieder oder durch diese Leute auf einmal entweder selber dahinter kommst, das ist ein Geschenk, wow, wie geil, oder dass im Laufe der Zeit du einfach die Sachen gar nicht hinterfragst und einfach nur genießen wirst, ja, dass das Tolle in deinem Leben kommt. Aber der Hintergrund für alles Gute im Monat Mai für dich ist, dass die geistige Welt dir einfach ein Geschenk machen möchte, weil sie einfach über deine Situation weiß und weil sie auch die Belohnungen, die du bereits verdient hast, schon seit längerem im Monat Mai erreichen wirst. Aber es geht auch nur um diese Fische, die auch wirklich bereit sind zu resonieren und zu erkennen, dass wir mehr als Menschen sind, dass wir Energien sind, ja, dass wir frei sind, dass wir eine hohe Bewusstseinsebene haben, dass wir eine ganz andere Verantwortung haben, wie das, was wir als Menschen sein nur kennen. Also es gibt einen Monat Mai mit Reichtum, mit Reichtum, mit Weisheit, mit Herausforderungen, mit Belohnungen, aber vor allem mit großen Bewusstseinssprüngen, die dich noch wirklich, wow, in eine andere Frequenz bringen lassen werden. Lache, amüsiere dich, lebe jede Erfahrung. Wir schauen nächste Woche mal rein, wie die Situation ist. Von mir aus alles Liebe und wir hören uns. Bye.